Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem heutigen News-Update. Und zwar hat uns eine Meldung erreicht, denn Instagram soll ohne Likes kommen. Beziehungsweise das ist auf jeden Fall eine Testphase, die so in einigen Ländern jetzt schon getestet wird, dass die Likes nicht mehr öffentlich einsehbar sind. Also die Anzahl der Likes. Derjenige, der es gepostet hat, kann es natürlich noch einsehen, aber andere User nicht mehr. Das Ganze hat den Grund oder den Vorteil, dass man sich wieder auf die Bilder beschränken soll, um den Inhalt, um schöne Bilder zu posten und nicht nur Bilder, die Likes generieren und man sich darauf einfach, dass man sich da einfach reinsteigert. Also wir lesen uns das Ganze mal durch. Das ist ein wahrer Knaller, nachdem in vergangenen Monaten viel darüber spekuliert wurde, ob bis dato sichtbare Like-Zähler auf Instagram verschwindet, macht der Konzern jetzt ernst und verbannt in den ersten Ländern die öffentliche Gefällt-mir-Anzeige. Ich find's geil. Das wird das Ganze auf jeden Fall nochmal revolutionieren. Wie gesagt, die Länder stehen hier, glaube ich, auch irgendwo. Ganz kurz. In folgenden Ländern: Australien, Brasilien, Kanada, Irland, Japan, Neuseeland und Italien. Also Europa ist auf jeden Fall schon dabei, ein Land. Ja, und man wird auf jeden Fall merken, dass jetzt nicht unbedingt alle User kein Instagram mehr benutzen. Im Gegenteil, werden trotzdem noch Bilder posten etc. Aber man wird sich nicht mehr so auf die Likes fixieren. Es ist ein ausführlicher Post, welcher am späten Mittwochabend auf allen sozialen Kanälen von Instagram online geht. Ab sofort kann man in 7 Ländern nicht mehr einsehen, wie viele Menschen ein Foto geliked haben. Das soll dazu führen, dass sich die Nutzer wieder mehr auf die Inhalte und weniger auf die Likes konzentrieren. Wo früher die Zahl der Liker stand, ist dann nur noch und andere zu lesen. Sprich zum Beispiel gefällt Jay und anderen. So wird es dann reinstehen und nicht gefällt Jay und 137.000 weitere. Die genauen Statistiken über die Anzahl der Interaktionen kann dabei nur noch jener sehen, der den Post hochgeladen hat. Für alle anderen sind Likes ab sofort nicht mehr zu erkennen. Ein Foto mit 2 Likes sieht genauso aus wie ein Foto mit 10 Millionen Likes. Und darum geht's. Ich find's geil. Das bringt das Ganze nochmal wieder auf eine ganz andere Ebene. Mal schauen, ob sich das durchsetzen wird. Vielleicht wird es auch in den Testländern fehlschlagen und die werden das nicht in allen Ländern so durchsetzen. Bleibt abzuwarten. Ich find's geil.